Einen wunderschönen Vormittag hier bei Heavy Traders. Ja, es ist wieder soweit. Ich darf euch heute wieder herzlich einladen, live dabei zu sein bei unserem Team Trade des Tages zum Start der Woche. Ja, diese Woche, das wird auf jeden Fall mal ein spannender Bereich werden, gerade weil wir ja zumindest letzte Woche bis jetzt komplett nur allein im Nasdaq teilweise schon 1000 Punkte nach unten abgegeben haben. Ja, Montag haben wir es ja sehen können, war es noch relativ sportlich nach oben, seitdem erstmal südwärts orientiert und das Ganze lässt sich ja nicht nur auf dem US-Markt sehen oder im US-Markt, sondern auch jetzt in Asien. Da ist es zumindest etwas zwiegespaltener beim Nikkei Air Analoger. Hang Seng hat sich noch mehr oder weniger stabil gehalten. Ja, aber jetzt sind wir auch unten angekommen und das ist ein Punkt gerade für uns, eine Chance zu sehen, eine Trading-Chance, was sowohl mit dem Hang Seng zu tun hat, als auch mit dem US-Markt. Und zwar geht es um die JD.com, werden wir natürlich gleich drauf eingehen im Chart, was wir da uns eben als Chance vorstellen können. Aber erstmal würde ich sagen, starten wir mal direkt mit den Charts. Und da fangen wir auch mal mit dem Hang Seng an. Ich meine, dass jetzt hier an der Stelle, da war das hier nämlich eine sportliche Geschichte heute über Nacht, da sind wir hier entsprechend an die untere Stelle hier wieder angekommen, das heißt den knapp 21.000. Man muss natürlich sagen, Hang Seng war ja hier auch Mitte März aufgefallen, weil wir nur allein in einem Tag schon 10% im Index gehabt haben. Gut, wer aufs Datum achtet, ja, 16. März, ich glaube, das ist klar, dass hier der ein oder andere Wert hochgeschossen ist, muss man an der Stelle so sagen. Viel interessanter ist der Teil hier, ja, gerade am Ende. Das heißt, der Übergang zum April. Wir konnten ja auch bei den US-Märkten sehen, dass wir da ja seitdem und vor allem auch seit letztem Montag mit dem Zurückkommen an sich wieder südwärts orientiert waren. Der Hang Seng selber war hier mehr oder weniger stabil. Und das ist nämlich der Punkt. Seit fast 3 Wochen sind wir hier nun mal auch in dieser Seitwärtsphase, kann man sagen, dieser kleinen Handelsspanne, wenn man so will. Und da sind wir jetzt dabei, runterzubrechen. Also mit den knapp 3%, die wir da im Index von dieser Mitte aus nach unten eingeschlagen haben, macht es nämlich die Überlegung hier wieder wahrscheinlicher, was passiert mit den China-Kandidaten, sprich chinesische Aktien, Unternehmen, die nun mal auch an der US-Börse gelistet sind. Und wenn man sich aktuell da die vorbörslichen Bewegungen ansieht und das sowohl auch beim Nasdaq, der übrigens auch gerade 1% im Minus ist, also knapp 150 Punkte weiterhin abgibt, gerade hier auch das Ganze bei den einzelnen Aktien zu sehen ist. Das betrifft zum Beispiel auch die JD.com, unserem Team Trade des Tages. Ja, es geht hier tatsächlich um eine Short-Idee. Muss natürlich dazu sagen, dass die JD.com hier selber auch nach diesem Schub 15. und 16. März, auch hier sehen wir ähnliches Bild, hat sich hier aber schon etwas früher nach unten orientiert. Also hier war schon eine gewisse Abbremsbewegung, weil wir hier schon 2 Tage vorher an dieser Stelle waren. Diese Grenze, wie man hier sehen kann, tiefer wollte sie erstmal nicht. Jetzt haben wir aber dadurch durch diesen Schub, durch diesen Impuls hier auch nochmal 3,5% vorbörslich im Minus. Das Ganze ist natürlich noch am Einpendeln. Konkret bedeutet das hier, dass wir hier rausgebrochen sind, dass wir hier an diesem Punkt sind, an dieser Stelle, wo wir nach diesem Schub auch erstmal runtergedippt sind. Aktuell wird sich zeigen, ob das erstmal soweit zu Ende ist, ob wir hier dadurch nochmal eine Trendumkehr nach oben sehen werden. In der Theorie ist es natürlich alles möglich. Ja? Gerade so Intraday Reversals ist ja nicht das erste Mal, dass wir das auch gesehen haben mit den Amerikanern. Aber aktuell rechnen wir damit, dass sich das Ganze tatsächlich hier intensivieren dürfte. Und das bedeutet hier, dass wir hier nun mal auch das Südliche weiter sehen dürften und auch prozentual das Ganze recht attraktiv sein dürfte, also für einen konkreten Trade. Aber wie konkret das jetzt aussieht, also wo wir da jetzt konkret auch unser Ziel setzen, was wir da für ein CRV ansetzen würden, also ja, wie der Trade abläuft, das sind Punkte, die werden wir natürlich wie gewohnt um 14.15 Uhr besprechen zu unserem Team Trade des Tages und da natürlich auch mit der ein oder anderen Prognose bzw. Weitsicht des Marktes für die nächsten 2 Wochen, gerade weil wir hier natürlich das Ganze auch im kurz- bis mittelfristigen Zeitraum betrachten wollen. Ja, das war es jetzt auch erstmal soweit von der charttechnischen Perspektive. Wir haben uns dafür folgendes Produkt rausgesucht, MD2 HE2 und das Ganze ist relativ solide, ein Hebel von 2,61 und das Ganze mit einer Knockout-Schwelle von 74 US-Dollar 78. Und was wir eben damit konkret vorhaben, wie eine Hang Seng-Talfahrt weiter aussehen dürfte, in dem Kontext natürlich dann später, wie gewohnt, um 14.15 Uhr. Also ja, der Hinweis, registriert euch schon mal unter heavytraders.live und dann sehen wir uns später zur Sendung. Bis dahin.